Ich. Ah, so ein Mist. Also, okay, ich drehe jetzt das Bild. Technik und Frauen, es ist ja schon richtig peinlich. Ihr habt jetzt hochkant die Pizzeria gesehen und wir gehen jetzt im Querformat weiter runter zum Restaurant. Es ist ja wirklich sehr peinlich. Ja, es tut mir ja wirklich leid, meine Lieben. Jetzt müsst ihr alle noch mal reinschalten. Ich hoffe, ich fange euch noch mal auf. Wir gehen jetzt direkt weiter runter in das Restaurant. Jetzt nehme ich euch auch weg. Ja, super. Also, ich hoffe, ich bin jetzt im Querformat. Ich wollte mich halt schlank machen, deswegen habe ich im Hochformat angefangen. Man könnte ja schon fast meinen, Frauen und Technik, zwei Welten stoßen aufeinander. Entschuldige mich für diesen Fauxpas, aber ihr merkt, es ist live. Wir sind jetzt hier im Hauptrestaurant. Das Hauptrestaurant habe ich schon erwähnt. Das ist momentan so, das Frühstück ist vorbei, Mittagessen wird vorbereitet. Aber damit ihr einen kurzen Einblick bekommt, die richtigen Filme seht ihr ja immer bei sonnenklarem Fernsehen. Danach, nach der Vorstellung des Produktes. Wir sind hier auf der Terrasse. Das ist natürlich auch eine wunderbare Sache. Ihr könnt hier überall auch draußen sitzen. Und das ist die Bar. Und jetzt komme ich schon zu dem ersten Highlight, was die Sonnenklar-Gäste als Bonus bekommen. Sie bekommen nämlich ein Upgrade auf All-Inclusive Super Ultimativ. 24 Stunden könnt ihr hier an dieser Bar trinken. Das heißt, wer nachts nicht schlafen möchte, nicht kann, sich noch unterhalten möchte, weil er nette Gäste kennengelernt hat, der ist hier richtig. Das hier ist die kleine Poolanlage. Ich finde es immer wunderschön, weil eben dieser Pool direkt mit dem Ausblick zum Meer ist. Und das ist in El Buna nicht selbstverständlich, denn nicht alle Hotels liegen am Meer. Das Bellevue Beach, das sagt ja schon der Name, liegt natürlich am Meer. Und das Angebot, was wir heute anpreisen, das ist über die Wintermonate. Und da ist natürlich dieser Pool hier und der Kinderpool nebendran beheizt. Und dieser Pool ist dann etwas kühler für die Leute, die es kälter möchten. Wir haben dann die Cubana Bar. Das ist für mich eines der liebsten Bars. Oh, jetzt habe ich sie wieder. Hallo. Celine! Celine ist unsere deutsche Gästebetreuung. Ich finde sie überall, genau. Wer irgendwo Anregungen braucht, was er tun kann, wie er rausgehen kann. El Buna ist ja genau das Schöne, dass man hier mit dem Tuk-Tuk oder mit der Kanalrundfahrt die Mövenpick startet, dass man El Buna kennenlernen kann. El Buna ist nämlich eine kleine Stadt für sich mit der Apotheke Marina und Neuen Marina und Downtown. Übrigens, wer genug gegessen hat, der kann hier im Fitnessraum natürlich ein bisschen Kalorien abtrainieren. Aber ihr könnt ja hier auch schnorcheln und tauchen. Dazu gibt es den Saituna Beach. Oder ihr fahrt wirklich raus mit dem Boot und taucht ab in die Unterwelt des Roten Meeres. Aufgrund des hohen Salzgehaltes hat man den Vorteil, dass es hier wenig Trübstoffe gibt. Hier gerade nebendran ist der Wellnessbereich. Der Wellnessbereich ist so ausgezeichnet, dass sogar Leute, Gäste aus anderen Hotels hier Termine machen. Und jetzt sind wir schon beim nächsten Highlight. Ihr bekommt 20% auf alle Anwendungen, die ihr hier bitte euch aussucht. Und dann bei dem netten Personal hier euch Termine macht. Und ich kann euch noch was verraten, wenn ihr ein bisschen mehr bucht als nur eine Massage, dann bekommt ihr auch mehr Discount als 20%. Sonnenklar-Gäste haben ja wirklich Privilegien. Das nächste Privileg, da gehen wir jetzt auch dran vorbei, das ist nämlich am Strand. Sonnenklar-Gäste haben einen für sich abgeteilten Strandabschnitt. Auch das ist die Besonderheit von Sonnenklar-Häusern. So dass ja das Bellevue zählt. Ich war vorhin noch mal bei El Buna. El Buna hat wirklich alles zu bieten, was man in einer Stadt erwartet. Hallo. Wir haben hier sogar eine eigene Weinkellerei. Samia Saviris.
Hauptbegründer hier von der kleinen Stadt, der trinkt auch gerne Wein. Und deswegen hat er hier eine Weinkellerei gemacht. Übrigens, die kann man auch besichtigen. Aber probieren könnt ihr die Weine alle mal. Nämlich alle Weine, die hier am Roten Meer ausgeschenkt werden, werden in dieser Kellerei abgefüllt. 2400 Flaschen in der Stunde. Und noch ein kleiner Tipp, weil ich ja gerne esse und trinke. Versucht mal den Sekt, den Rosé. Er schmeckt einfach klasse und kann sich wirklich mit deutschem Sekt gut messen. Ja, ihr seht hier vorne, da steht das große Schild Sonnenklar TV. Da kommen wir jetzt zu dem Strandabschnitt, der eben privilegiert ist für die Sonnenklar Gäste. Auch das ist ein Highlight und ein Bonbon, den ihr hier bekommt. Und schaut euch einfach den Blick an. Wir haben ja dieses wirklich tolle Blau am Meer. Der Andreas war ja 3 Wochen in Gambia. Ach, und ich habe mir mal den Atlantik angeguckt und dann habe ich auf mein blaues Meer geguckt und dachte mir, das ist toll. Übrigens, das Bellevue gibt es jetzt gerade aktuell mit einem ganz tollen Angebot, nämlich mit einer Nil-Kombination. Alle Ägyptenliebhaber, die hier schon öfters waren, die müssen einfach sich auch mal den Nil anschauen. Die ganze Kultur, die Geschichte, die wir mal gelernt haben, die Pharaonen, die Götter, das könnt ihr wirklich auf der Nilkreuzfahrt hautnah miterleben. Und das ist einfach klasse. Die Nilkreuzfahrt ist wirklich auf einem kleinen Kreuzfahrtschiff, maximal 70 Kabinen, maximal 140 Gäste und ganz klein und persönlich ein deutscher Reiseführer dabei. Und ihr fahrt von Luxor bis hoch nach Assuan, könnt den Staudamm anschauen. Habt bei diesem Angebot von heute sogar schon alle Ausflüge, die Highlights mit dabei. Mein persönlicher Tipp ist, bitte geht abends, ihr steht nämlich 2 Tage in Luxor auf dem schwimmenden Schiff, geht mal in den Karnak-Tempel bei abends rein, zur Sound and Light Show. Es ist einfach klasse, wie das erzählt wird. Man fühlt sich zurückversetzt. Ja, das hier, meine Lieben, ist übrigens der Ausblick von einem eurer Zimmer. Wir sind jetzt nämlich am Zimmer angelangt. Und ihr seht, das hier ist die Terrasse. Und wenn ihr morgens aufwacht und schaut durch die Terrassentür, dann habt ihr diesen Blick hier. Ist der nicht genial? Er ist einfach genial. Wir haben die Zeit und ich hoffe auch, das Internet hält. Deswegen fange ich jetzt erstmal an und bleibe hier ziemlich weit außen stehen. Wir haben ein geräumiges Zimmer mit einem Doppelbett, was für mich immer ganz wichtig ist. Natürlich gibt es hier auch Wasserkocher, sodass man morgens in der Früh sich schon mal einen Kaffee am Bett machen kann oder einen Tee. Übrigens sogar Aschenbecher stehen hier. Ägypten ist ja so ein bisschen das Mekka der Raucher. Hier darf fast überall geraucht werden. Ich mache das immer draußen. Und dann haben wir natürlich auch noch die Möglichkeit durchzugehen. Ich gehe aber gleich ganz schnell durch. Und zeigt euch mal, wie ihr normalerweise reinkommt. Das ist das Bad. Und das wäre jetzt eigentlich der Eingangsbereich. Ja, und jetzt gehen wir noch vor zur Rezeption. Okay. Herr Bescheu, bitte gehen Sie vor, denn den Weg kenne ich jetzt nicht so genau. Der Kern der Anlage von Bellevue ist der, den ich jetzt gezeigt habe. Jetzt gehen wir im Endeffekt durch die Anlage der Zimmer. Ah, ich soll das bitte zeigen, ne? Entschuldigung, ja. Jetzt gehen wir durch die Anlage, denn der Zimmertrakt, der befindet sich hier drüben. Alles in kleinen Gebäuden, oben ein bisschen auf dem Berg gebaut, sodass man hier nichts von einer großen Hotelanlage sieht, sondern es ist wie so ein kleines Dorf. Das ist wunderschön. Ich möchte noch mal ein bisschen zurückkommen auf die Nilkreuzfahrt. Für Leute, die da vielleicht Angst haben. Der Nil ist der längste Fluss, aber er ist nicht besonders breit. Das heißt, ihr könnt rechts und links immer das Ufer sehen. Ihr könnt beobachten, wie da die Menschen leben, die Kinder, wie sie im Wasser schwimmen und die Wasserbüffel, die Wassertiere. Ihr könnt das Leben wirklich beobachten. Das ist toll und es gibt auch keinen Seegang. Das heißt, ihr braucht auch keine Angst haben, dass ihr seekrank werdet. Die Kabinen sind äußerst geräumig auf den Nilkreuzfahrtschiffen, sind wirklich groß
Und alle Nilkreuzfahrtschiffe sind ähnlich aufgebaut. Das heißt, im zweiten, dritten Stock sind die Kabinen und Erdgeschoss. Im Keller unten ist das Restaurant. Wenn es der Wind und das Wetter zulässt, gibt es natürlich auch oben am Sonnendeck Barbecue und das Abendessen. Wir haben immer einen orientalischen Abend dabei. Und die Galabea dazu, die kauft ihr euch bitte auf dem Schiff, kostet etwa 7 Euro. Braucht keine Angst haben, da kann man wirklich nichts falsch machen. Ja, von den Fernsehzuschauern, da muss ich mich jetzt verabschieden. Ich habe euch aber das Kernstück vom Bellevue gezeigt. Die Zuschauer bei Facebook Live, die können mich jetzt noch begleiten. Ich habe ungefähr noch 2 Minuten zu laufen, um vor an die Bar zu kommen, an die Rezeption, also die Lobbybar, die im Winter natürlich die Bar vorne auf der Terrasse ablöst, die Rezeption und der Kosmetikbereich. Wir sind hier wirklich in einer übersichtlichen Anlage. Trotzdem komme ich schon wieder aus der Puste. Ihr habt aber gesehen, man wird ja auch gefahren. Also ihr braucht gar nicht den Weg laufen, ihr könntet auch gefahren werden. Ich laufe das jetzt gerne ab. Liebe Zuschauer, kommt einfach her, dieses tolle Angebot. Schaut euch jetzt nochmal die Hotelbilder an und dann greift zum Telefon und bucht. Von München verabschiede ich mich mit diesen Worten. Und die Facebook-Zuschauer, die nehme ich jetzt noch kurz mit und drehe auch das Bild wieder um. Ich habe keine 28 Kilometer. Ein bisschen schnappatmig. Er ist gerade böse im Fernsehen. Er sagt ja böse Sachen über mich. So, das hier ist der Teil, wo ihr ankommt. Hier habt ihr einen kleinen Shop. Und hier gibt es auch den Beauty-Salon. Bitte, für uns Damen ist das immer wichtig, denn ich glaube, wir haben das ganze Jahr keine Zeit, wirklich zum Relaxen und sich mal enthaaren zu lassen, die Augenbrauen zupfen zu lassen, die Haut gut vorbereiten zu lassen. Das, meine Lieben, mache ich zum Beispiel immer zum Schluss eines Urlaubes, damit ich 10 Jahre jünger gefühlt nach Hause komme. Hier ist die Anfahrt für die Busse. Dann werdet ihr hier begrüßt. Hier sehen wir jetzt auch mal Bellevue, Sonnenklar Hotel. In allen Hotels geht man durch einen Security. Und El Buna selber ist ja schon für sich Security-Bereich. Das heißt, in El Buna kommt ja gar nicht jeder rein. Birgit, oh du meine Güte, was ist denn jetzt oh du meine Güte? Jetzt bin ich hier in der gut klimatisierten Lobby des Hotels Bellevue. Hier wird man begrüßt, bekommt normalerweise auch was zu trinken, wenn die neuen Gäste kommen. Und hier hinten befindet sich eben noch die Lobby-Bar, die mehr im Winter frequentiert wird als im Sommer. Denn ihr habt ja gesehen, man läuft ein Stück. Hier sind noch eure Infos zu Ausflügen. Abreise- und Anreiseinfo, eine Anreise weniger, Abreiseinfo. Und das wäre jetzt also das kleine Hotelwesen von El Buna, das Bellevue Beach Hotel. Ja, meine Lieben, ich hoffe, ich habe euch einen Eindruck vermitteln können von diesem süßen Hotel. Deutsche Gästebetreuung ist hier. Das heißt, wenn ihr Fragen habt zu Ausflügen, wenn ihr Fragen zum Hotel habt, zum Dining Around, auch das möchte ich noch sagen, in El Buna gibt es das einzigartige Dining Around. Das bedeutet, die Gäste dürfen in der gleichen Kategorie, wie sie gebucht haben, hier sind wir bei 4 Sterne, in allen anderen Hotels kostenlos zu Abend essen. Das muss nur eine Reservierung vorgenommen werden. Sonnenklargäste haben wieder ein Bonbon. Sie bekommen nämlich 2-mal in der Woche auch die freie Auswahl der 5-Sterne-Hotels. Das heißt, Sie können im Steigenberger, im Sheraton, im Mövenpick essen gehen und sich bei dieser Gelegenheit vielleicht auch einfach mal die anderen Restaurants und die anderen Hotels ansehen. Die Lagunenrundfahrt kann ich nur empfehlen. Die geht hier vom Nachbarhotel Mövenpick los, kostet 70 Pfund, also umgerechnet 4 Euro. Und da seht ihr ganz El Buna von der Wasserseite aus. Ihr habt hier wirklich viel zu erleben. Eine Woche ist fast zu kurz. Aber ich denke, man kann das Bellevue ja auch länger buchen. Und
Jetzt sage ich einfach herzlich willkommen bei uns im schönen Ägypten in meiner Wahlheimat und wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss!